Also ich glaube, dass ganz, ganz viel mit Streamen passiert oder auch mit der körperlichen Fitness, dass das so eine Art Fitness-Tracking dann auch wird, dass ich wirklich so ein bisschen wie die Leute, manche Leute an der Uhr, das alles prüfen, wie viele Schritte habe ich gemacht und wie viele Höhenmeter bin ich schon gegangen oder wie ist mein Puls, dass das alles schon, dass das Hörsystem so mein Begleiter ist, auch mein Healthy-Begleiter und dass das so ein Freund auch ist. Auch wenn ich zum Beispiel Ohrgeräusche habe und Tinnitus habe, dass das mir unwahrscheinlich hilft. Also es ist ja jetzt schon so, dass man bei Tinnitus sehr, sehr gute Erfolge hat, auch beim Tragen von Hörsystemen, weil ja einfach die Außengeräusche lauter dann werden. Ne? Und das heißt, das eigene Geräusch, der eigene Tinnitus wird ja runter, gefiltert, quasi gefiltert, weil die Außengeräusche lauter werden. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich kann das steuern. Ich bin quasi der Herr meines kleinen Geräusches, als dass der zu dominant ist. Und das funktioniert gut.